ganz herzlich begrüßen Sie, die Wangenvizenz, die Präsidenten, die Kollegen, die Mitautoren, die Freunde und natürlich auch die Familie. Ich denke dabei natürlich auch an alle diejenigen, die jetzt im Sandsturm oder durch den Corona-Effekt, es ist ein Drittel der geladenen Gäste, die in 2 Tagen absagen musste. Ich denke ganz besonders an Sie, weil sich alle so gefreut haben wie ich, dass wir einander begegnen können. Und ich darf Sie ganz herzlich begrüßen hier im Kaisersaal der Parlamentarischen Gesellschaft des Deutschen Bundestages. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Sie überlegt haben und gerätselt haben, warum werden wir an das Zentrum der Demokratie eingeladen? Was hat das mit uns zu tun? Das Rätsel ist ganz leicht zu lösen. Sie wissen ja, dass ich fast 10 Jahre das Glück hatte, hier im Zentrum Politik mitgestalten zu dürfen. Und es wurde durch meine Lebensziele, die Menschenrechte lebendig werden zu lassen, immer zu einem Ort der Begegnung und des Dialogs. Und das war ganz einfach so, dass ich neben meinen politischen Aufgaben, das gehört dazu, Krisen sind Chancen, das ist ja unser Thema, davon haben wir heute ganz viele, dass ich neben meinen politischen Aufgaben jedes Jahr 2.000 Bürger eingeladen habe, 500 schwer von Krisen Betroffene, gemeinsam mit 500 noch nicht Betroffenen, meine Mitarbeiter von früher lächeln schon an diese großen Unternehmungen, die wir geleistet haben, sodass das Hauptziel nicht nur war, den Schnupperkurs Politik zu erleben und zugleich die Stätten der Kultur zu begreifen mit allen Sinnen, sondern das Hippencurriculum, einander verstehen, miteinander leben. Und so wurde ganz selbstverständlich der Deutsche Bundestag sehr früh zu einem Ort der Integration und der Inklusion. Und das ist der Grund, warum ich dieses Buch, was im Untertitel heißt Integration, Zauberformel oder Komplementärkompetenz. Es fällt nämlich nichts vom Himmel. Und weil dieser Ort bahnbrechend dafür gewesen ist und ich dieses wohl als allerletztes oder allerjüngstes Buch, aber bei einer, wie habt ihr mich immer genannt, eine Exotin des Deutschen Bundestages, da weiß man nie, was sie wirklich davon einhält. Also ob es das allerletzte ist, kann ich noch nicht versprechen. Aber das ist zugleich der Grund zu sagen, gelingendes Leben, Krise als Chance für Personen und Gesellschaft mit dem Untertitel zur Inklusion. Und es ist zugleich das Zeichen für eine neue Dekade, für einen neuen Lebensabschnitt. Ich habe es schlicht Dekadenauftakt genannt. Ich wollte den lieben Gott nicht ins Handwerk greifen. Er wird es schon richtig machen, wenn es ein buchfreies und ein autorenschaftsfreies Leben werden würde. Ja, und diese Gelegenheit habe ich nun auch, Ihnen an der Präsentation zu danken für all die Kollegen, die mich in diesen 7 Lebensabschnitten begleitet haben, angefangen in Wissenschaft und Universität, fortgesetzt in der evangelischen Kirche in Deutschland und in der Diakonie, weitergeführt in den Weltkirchenrat und in den Lutherischen Weltbund, nicht zuletzt in die deutsche UNESCO-Kommission und die Krisenherde in Tschernobyl und Südafrika. Alles das ist ohne die Treue und Begleitung von Freunden kaum denkbar. Erlauben Sie es, dass ich stellvertretend meinen Dank ausspreche demjenigen, der vor einem halben Jahrhundert im Ministerium für Bildung und Wissenschaft den Beginn der Zielgruppenarbeit in Deutschland startete, Ministerialdirigent
Dr. Axel Vulpius. Und dieses Konzept hat sich über die Jahre als Quelle der Integration und Inklusion erwiesen. Erlauben Sie, Herr Dr. Vulpius, derjenige, der der Anwalt, der Initiator und der Förderer zahlloser Projekte gewesen ist und darüber hinaus der Inspirator, immer inspirierend, dass ich Ihnen das allererste Exemplar überreiche. Es ist ganz selbstverständlich, dass Sie alle es auch zur Begleitung bekommen. Aber jetzt bin ich Ihnen mein Dank. Bevor wir jetzt das Wort übergeben, Sie haben schon festgestellt, dass unser langjähriger Bundestagspräsident Herr Lammert amtsbedingt nicht in Person unter uns sein kann, aber er hat eine wunderbare persönliche Ansprache per Video zu uns geschickt. Wir werden ihn hören. Gott sei Dank wird Herr Professor Dr. Dr. Antes die Buchpräsentation vornehmen. Ich danke ganz besonders. Ihm folgt Herr Dr. Vulpius und dann der Präsident meiner Leibniz-Universität Hannover, Magnificenz Epping. Und im Anschluss daran von der Vertreter des Landes Nordrhein-Westfalen, Staatssekretär Marc Speich, mein allererster Büroleiter gewesen. Und schließlich abgeschlossen durch Professor Dr. Grebing, der Leiter des Archivs in Treptnitz für Heilpädagogik. Das Ganze wird begleitet und umrahmt von Musik. Musik ist höhere Offenbarung. Es hat uns begrüßt die Geigerin Mio Sasako, eine Stipendiatin aus Japan, die ich ein ganzes Leben begleiten durfte, und die Flötistin Jule Luca Stegemann, meine Großnichte. Ja, und wir haben auch einen Pianisten hier, der sie begleiten wollte. Aber das Leben ist ja wundersam und er prägte den Begriff. Ach, Frau Schuchert, wir haben heute ein Luftklavier. Und da wir ja in der Nähe des Brecht-Theaters am Schiffbauerdamm sind, wo es so schön heißt, die Verhältnisse, die sind nicht so, nehmen wir doch diese Krise als Chance und freuen uns. Und das erlaube ich mir zu sagen, ich verrate es. Jule Luca Stegemann hat vor wenigen Tagen zum zweiten Mal den ersten Preis im Bundeswettbewerb Jugend musiziert mit Querflöte und Piccoloflöte gemacht. Und ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass deine Musik unendlich vielen Menschen zum Segen wird, wie du es schon immer getan hast. Und wir gratulieren dir. Und den Pianisten Konstantin Barzankenhol, der so großzügig war, dem Luftklavier den Namen zu geben. Nach diesem geistigen Höhenflug kommt der kulinarische in der Belletage der Parlamentarischen Gesellschaft mit Blick auf den Spreebogen, die venezianische Treppe zum Parlamentsbibliothek und das Theater, zitiert, am Schiffbauerdamm. Dann haben Sie 2 Stunden Zeit, Dialog und Begegnung miteinander zu erleben. Danach werden wir um 3:30 abgeholt, das heißt 3:15 Aufbruch, um die Highlights des Deutschen Bundestages zu erleben. Wir beginnen in der Kuppel und wem muss ich das sagen? Sie hat eine Spirale aufwärts und eine Spirale abwärts, also den Komplementärspiralweg, Krise als Chance. Als ich das Norman Foster 99 sagte und ihm gratulierte für die Botschaft in Stein, Glas und Metall, sagte er: Frau Abgeordnete, es gibt keinen anderen Wegmöglichkeit auf die Kuppel. Kann man meine Theorie besser belegen? Sie dürfen sie selbst erleben. Dann kommt das zweite Highlight, die Kapelle mit der wunderbaren Öka-Nagelkunst
Und mein allererster Mitarbeiter im Wahlkreis und im Bundestag, Herr Dirk Heuer, ich sehe ihn natürlich, er zieht sich da. Dirk Heuer lädt uns ein zu einer Andacht und zu einer Meditation der Stille. Durch ganz neuartige Entwicklungen des Terrorismus und Sicherheitsbedingungen. Ich habe 16.000 Menschen durch den Bundestag geführt. Jetzt darf es eine Abgeordnete nicht mehr selber tun. Wir dürfen auch nicht mehr auf die Präsidialebene mit der Christo-Ausstellung, auch nicht auf die Fraktionsebene mit der einzig tragenden Wand im Raum der CDU, wo das Daumenkreuz hängt. Die beiden Dinge dürfen wir uns nur denken. Aber wir erleben die Kuppel und die Kapelle. Und so es noch einen Glücksfall gibt, gehen wir unterirdisch durch den Tunnel, vorbei am Brandtunnel von des Lübbe, sogenannten berechtigt oder nicht berechtigten Brandstifters und der ganzen Installation der Bausteine aller Abgeordneten des Reichstags seit 1919, des Bundestages bis 2000. Dort finden Sie Meilensteine und leider auf der anderen Seite den von Hitler. Der seinige ist ständig gestohlen. Mein berührt niemand. So unterschiedliche sind die Verständnisse der Demokratie. Danach werden wir in die parlamentarische Gesellschaft hier zurückkehren zu Tee, Kaffee und Petit Four und Sie gehen bereichert mit Ihrer Karikatur und dem Buch, so Sie es wollen, zurück zu Ihrem gelingenden Leben nach Haus.